Ja, liebe junge Freunde, was läuft da mit dem Bauer Rosi? Ich bin da wieder im Wald, habe da den Bordskranwagen meines Nachbarn. Ich will da 5 Meter Fichte und Tannen Trennel aus dem Wald rausholen und außerhalb stapeln. Gestern Abend hatten wir da einen riesen Sturm. Aber auf den Fahrt in den Wald habe ich noch nicht gemerkt, dass da Bäume umgeworfen worden sind. Jawohl. Ja, liebe YouTube-Freunde, ich sitze da hoch mit meinem Traktor. Gute Rundumsicht, aber man muss jedes Mal da draufsteigen. Liebe Freunde, kurze Freude. Ja, ich sehe das vielleicht nicht. Ist mit Öl vollgespritzt, auch hier ins Gesicht. Ist mir Öl rein. Da bei der Zange ist ein Schlauch geplatzt. Jetzt habe ich den Wagen halb voll und kann nicht mehr abladen. Ich möchte eigentlich im Wald wieder abladen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht schraube ich den Schlauch hier ab oder ich muss in die Werkstatt fahren. Geladenen Wagen. Ich muss da noch schauen. Scheiße. So, mit meiner Holzfuhre in der Werkstatt. Da wird der Schlauch gewechselt. Und ich konnte meinen Kopf auch reinigen. Der war ölverschmiert. Auch repariert, fahre wieder mit dem Holz in den Wald und deponiere es im Wald. Oh, es ist jetzt 11 Uhr, eine Stunde verloren. Ich bin wieder im Wald, Lauch ist geflickt und Holz ist auch wieder im Wald und wird hier deponiert. Es ist ein bisschen schwierig beim Kran arbeiten noch zu filmen. Hier ist ein Bedienungshebel und auf dieser Seite brauche ich da beide Hände und auch beide Füße bedienen des Krans. Und da ich keine mobile Halterung dabei habe, geht Filmen nicht. Raus. Der erste Wagen geladen.